Unterwegs sein, ankommen, einchecken. Reisealltag eines Basketballprofis. Doch Nationalmannschaft, das ist anders. Irgendwie. Man sieht sich, kennt sich und dank der Länderspieltermine innerhalb der Saison sieht man sich häufiger und kennt sich besser. Ich kenne die ganzen Jungs ja aber meistens aus anderem Kontext, meistens gegen sie gespielt in der Liga. Und jetzt ist es schon besonders, mit ihnen zu spielen und einfach so eine andere Art von Zusammensein zu haben. Ist besonders, finde ich. Erste Medientermine. Ganz wichtig, der Anruf beim Telekom Sport Podcast. Bitte verbinden in die Abteilung Basketball. Das ist immer was Schönes. Also ich glaube natürlich ist es für die beiden München natürlich sehr schön, für die beiden Berliner wahrscheinlich noch ein bisschen schmerzhaft. Aber zum Glück gibt es die Nationalmannschaft. Sie fängt dich auf, sie stärkt dich und bereitet dich vor auf neue Aufgaben. Ich glaube, es geht auf jeden Fall richtig gerade voran. Man sieht einfach, wie in den letzten Jahren sich manche Leute einfach durchgesetzt haben. Viele einfach mehr mit Qualität spielen und sich langsam so ein richtig deutscher Stil auch wieder rausprägt. Und macht Spaß, so Teil dieser Generation zu sein. Schluss mit Ankommen, Auffangen und Ausruhen. Abfahrt zum Training. Die gute Stimmung mit hinüberretten. Wieder Fokus auf das Wesentliche. Eine Einheit bilden aus der immer größer werdenden Gruppe Hochtalentierter. Der Spielerpool ist immens gewachsen. Wenn ich es vergleiche von 4, 5 Jahren, kommen jetzt auf jeder Position 5, 6 Spieler in Frage immer. Und da kann man, glaube ich, auf jeden Fall drauf aufbauen als Verband. Der Bundestrainer ruft. Völlig entspannt. Herausforderung heute Abend ist eben, das Ganze in einer gemütlichen Form mit ganz, ganz hoher Konzentration in die Situation reinzugehen, wieder zu wiederholen, damit wir wissen, was wir machen, damit wir morgen da keine große Zeit verschwenden. Okay? Let's go. In aller Ruhe, aber konzentriert ins Gleichgewicht kommen. An Tag 1 stellt die Nationalmannschaft alles auf Anfang. Es kann losgehen.